zusammen. Hi everyone. In diesem Video möchte ich mal was testen. Und zwar habe ich hier so ein, ja, ich sage jetzt einfach mal Tischdeckennetz. Yeah. I want to test in this video. I got a tablecloth net. And I want to test how is the reaction. Also ich würde gerne mal ausprobieren, wie die Reaktion ist. Was da passiert. Vielleicht auch interessant für euch. Yeah. It's interesting for you. Okay, ich habe hier einen Keilrahmen, der ist 30 auf 30 cm. Übrigens, Ilka, danke nochmal, den hast du mir da gelassen. Vielen lieben Dank. I got the canvas, is 30 to 30 cm from Ilka. Und ich habe Farben, Titanium Weiß. I got Paint, Titanium White. Ich habe Graphit, also ist ein richtig schönes dunkles Grau. Ja, das ist Graphit. Und habe dann noch Kupfer. Das ist Copper. That's enough for the test. Ich denke mal, das ist genug für den Test. Okay. Was ich machen möchte, Silikon nur in das Graphit und das Kupfer rein. Ja. Yeah. I take silicone in Graphit and Copper. I think not too much. 5 drops, it's enough. Also nicht zu viel, 5 Tropfen sind genug. Weil ich habe große Bäge hier. I got big cups. Okay. Ready? Ist okay. I shake a little. Also ich rühre es ein bisschen um. Okay. So, und jetzt lege ich das Netz drauf. Yeah. I take the net on the canvas. Und ich hoffe, es bleibt stehen. Gut. Was ich machen werde, ein Flip Cup auf jeden Fall. Yeah, I do one Flip Cup. Started with white, also ich fange jetzt mal mit weiß an. Okay, ist ein voller Becher, I got a full cup. Okay. That's okay. Take your next cup. Also ich nehme nochmal einen Becher. Make a dirty pouring. Also mache ich ein, ja, ein sogenanntes dirty pouring, dreckiges Mischen, für die, die es noch nicht kennen. Take more right. Ich denke mal, ich nehme mehr Weiß noch. Okay. Jetzt hebe ich diesen Becher mal an. I lift it up. Make another dirty pouring. Okay, the white was empty. Das Weiß ist schon wieder leer. Nimm mal die Rest von der Farbe. Take the rest of the paint. Okidoki. Mach da mal ein Swirl. I make a swirl.
Okie dokie. Now we let it flow. Jetzt lassen wir es mal laufen. Okay. I help a little with my hand. Also ich helfe mal ein bisschen mit der Hand, damit die Farbe nicht so verloren geht. But don't lose too much paint. Okay, oops. That's right. And the last one. Muss natürlich schauen, dass das Netz gespannt bleibt. Okay, nice. Okay. I need my net. Also ich brauche das Netz nachher zum Abziehen. Okidoki. Now. Yeah, I make now with the heat gun. Also ich mache jetzt kurz mit dem Heißluftföhn. Nicht erst nachher. Not later. Okay, nun die Überraschung. Now the surprise. I hope it works. Also ich hoffe, das funktioniert. Oops. Okay, don't work. Scheint wohl doch nicht zu arbeiten richtig, so wie ich gedacht habe. Ja, etwas zu dick. Okay, warum nicht? Take with the heat gun. Also nochmal im Heißluftföhn. Ich habe jetzt ziemlich viel Blasen. I got many air bubbles. Okay, very dirty, doch ziemlich dreckig geworden.
Aber warum nicht? Why not? Ich denke mal, mit dem größeren, also grobporigeren Netz wird es wahrscheinlich besser gehen. Das ist zu feinporig. Yeah, I think with a bigger net works better. Okay, was the ID? Don't work, why not? But I think it's not bad. The texture. Also ich finde diese Struktur trotzdem nicht so schlecht. Und ich muss halt mal schauen, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Ja? We must look when it dried. What we have. Okay. Wir schauen einfach mal, wenn es getrocknet ist. Gut, war ein Versuch wert. Warum nicht? Mal was anderes. Ich probiere immer wieder aus. Ich experimentiere, ja. Ja. Was a test and I make very nice experience. And why not? It's okay. Also gut, ich würde sagen, ich lasse mal für 10 Minuten einwirken wieder. Und dann zeige ich es euch einfach mal vom Nahen. Yeah, let it work for 10 minutes and you can show it from near. I give you a close up. Okay. So, hallo, ich bin zurück. I'm back. Jetzt könnt ihr es mal von nahem sehen. Yeah, you can look it from near. Also trotz allem finde ich irgendwo, es hat mal was anderes, also eine ganz andere Struktur ergeben. So schlecht finde ich das jetzt nicht. Das sind natürlich auch die Farben. Müssen wir schauen, wenn es getrocknet ist. Ja. I find it was a nice texture. Ja, the texture. And why not? We must show when the paint was dried. And the color comes the original paint. Okay. Yeah, fine, it's nice, it's a nice texture. Also ich finde es wirklich trotzdem eine schöne Textur, die man eigentlich so nicht hinbekommt. You don't can make this texture without a net. Okay, was interesting. Also es war doch mal interessant. Okay, vielleicht hat es euch was gebracht. Vielleicht gefällt es euch, ich weiß es nicht. Es war ein Versuch wert. Yeah, I hope you like it. I enjoyed you and yeah, I hope you like it. Was a test. Was okay. Okay, also gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, hoffe ich doch. Yeah, see you next time, I hope. And then see you. Also macht's gut, bis dann. Tschüss. Bye.